Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Runde Stationys YouTube-Projekt. Schön, dass ihr reinschaut. Ja, für euch mal zeitlich immer noch hinter der letzten Aufnahme, noch kein weiterer Stream dazwischen gewesen. Und ja, eigentlich wollte ich gar nicht mehr aufgenommen haben, aber mich hat das so gefuchst mit der ganzen Klimageschichte, beziehungsweise kühlen Geschichte, dass ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie mal machen und irgendwie muss ich da vorankommen. Es war mir ein inneres Bedürfnis, so schnell wie möglich das hier mal zu regeln. Ja, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass ich gerne halt einfach auch schon mal Pflanzen anpflanzen möchte. So, ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise die mir gesagt worden ist, außerhalb vom Stream, weil ich gedacht habe, es hängt irgendwie vielleicht doch mit den Mods zusammen oder so. Achtet mal jetzt auf meinen Abgas, was da rauskommt. 701, 702, 703, 704. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. 10, 13, 16, 19. Ja, nachdem ich dann mein Problem erklärt hatte im Discord, ist mir dann auch relativ schnell dann klar geworden, warum. Wir haben hier halt eine Außentemperatur von 73 Grad. Dementsprechend muss halt die Klimaanlage im Anzug natürlich schneller laufen. Dazu haben wir noch einen relativ hohen Druck, der natürlich sich dann dementsprechend viel auswirkt auf die Innenatmosphäre oder beziehungsweise auf den Raumanzug. Und ja, also nichts verbuggt, alles ist gut, es ist halt scheißen warm hier drin. 73,8 Grad. So, und dahingehend, ja, habe ich nämlich was vorbereitet. Ich habe draußen, das gucken wir uns gleich mal zusammen an, ich habe draußen jede Menge Radiatoren hingemacht, ungefähr so viel, wie da hinpassen auf die ganze Seite und würde mir das jetzt gleich mal angucken mit euch zusammen. Ich habe es nämlich selber nicht getestet bisher und ja, wir schalten es jetzt mal ein. Ich hoffe, es kommt da hinten an. Wir können auch mal den hier abstellen und mal gucken. Haben wir noch Fluktuation? Schon, aber irgendwie falsch. Bin ich jetzt blöd? Ne, er zieht. Okay. Zieht und bei irgendwie kommt hier hinten nichts durch anscheinend. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass ich das richtig eingestellt habe. Seht ihr das? Also es kommt quasi nichts hier an. Also es ist so ganz wenig, wenn was hier rumfliegt. Fast gar nichts, oder? Ist hier überhaupt was? Hier sieht irgendwie nicht danach aus. Hä? Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Wir gucken mal draußen, was da abgeht. Oder ist da irgendwie ein Rohr geplatzt oder so? Maximale Verwirrung. Das fängt schon wieder gut an. Okay, was ist das Problem? Also hier scheint erstmal nichts geplatzt zu sein. Also wie gesagt, hier die ganze Batterie habe ich langgelegt. Wir gucken mal. Das Rohr war definitiv leer und es steigt immer weiter vom Druck. 23,5 Megapascal. Ich habe die definitiv richtig reingesetzt. Da habe ich nämlich massiv drauf geachtet. 23,2. und steigend. 12,8. Steigend. 9,02 und steigend. Also es wird irgendwie nach jedem Segment weniger. Aber richtig weniger. 9,85. 6,86. 4,63. 3,04. 1,95. 1,... Hier kommt quasi nichts mehr an. 500 Kilopascal. 330 Kilopascal. Wow, was ist denn das für ein Müll? Okay.
Das ist tatsächlich eigentlich sehr interessant. Ich meine, es kommt hier hinten jetzt mit 40 Grad oder so raus, ne? Das ist ja schon wohl ganz nett, aber durchflusstechnisch ist das hier der Horror. Das ist ja richtig kacke. Okay. Woran könnte das jetzt liegen? Also, es kommt was durch. Es wird auch gekühlt. Also hinten ist ja was angekommen. Jetzt sieht man auch ein bisschen mehr. Es ist halt trotzdem durch. Übrigens, wir haben hier mittlerweile 80 Kilopascal drin gehabt in dem Raum, weil genau das passiert ist, was ich nämlich erwartet habe. Wir haben hier zwischendurch mit den Dingern hier den Druck runtergesetzt und dadurch ist halt der Auslass hier angesprungen. Den habe ich mittlerweile hier abgestellt gehabt. Weil ich mir gedacht habe, so, das ist vielleicht ein bisschen viel, so langsam wird es kritisch. Okay, wir haben hier halt mittlerweile Fluktuation. Irgendwie sinkt die Temperatur wohl auch. Ja, oder auch nicht. Also so minimal halt. 73,1, 73, 79. Ah, nein, stopp, das sind die Kilopascal. Wow. Ja, interessant. Die Kilopascal nehmen wir weiter ab. Es hängt immer mehr da hinten in dem Rohrkreislauf drin. Das ist ja richtig blöd. Mein Gott, dass hier hinten der Druck immer weniger ist, dass der weniger ist, ist klar. Aber hier hinten ist der, wird der einfach auch immer weniger. 70,7. Das heißt, es hängt immer mehr in diesen Kühlkreislauf drin. Das ist ja richtig blöd. Okay. Was könnte das jetzt bedeuten? Also, die Dinger sind richtig rum. Das kann ich ausschließen. Das habe ich richtig gebaut. Das sind die richtigen Kühler. Wir haben kein falsches Rohrsegment. Ich habe ja mittlerweile auch das Einwegsventil einfach mal rausgenommen. Gedacht, so vielleicht macht das auch noch irgendwie Probleme. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Das war ja immer wieder weniger pro Radiator. Das heißt, die Dinger sind tatsächlich irgendwie eine Art Widerstand. Ja, muss ja schon. Es wird ja quasi immer wieder gestoppt. Wir verlieren halt kaum Temperatur, das ist gar nichts. Okay. Das heißt, die Dinger hier nacheinander hinzustellen, bringt so gar nichts. Wenn ich jetzt noch testen will, ob das irgendwie über Radiatoren geht, ist der einzig Sinn. Oh Gott. Ja, ich habe richtig gehört. Okay, das ist ein massives Problem. Also pumpt sogar so weit hoch, dass es irgendwann knallt. Ich hoffe, dass sich das jetzt da gerade mal entspannt. Das ist natürlich richtig, richtig Müll. Also das können wir auf keinen Fall so lassen. Weil dann müsste ich noch wieder irgendwelche Sicherheitssachen einbauen. Nee. Außerdem ist ja das große Problem, dass ja, der Durchfluss ist halt Müll. Und ohne Durchfluss habe ich halt auch keine Kühlwirkung. Also je schneller mein Durchfluss ist, oder je mehr, sagen wir mal, je mehr Volumen ich hier durchpumpe, desto sinnvoller wird auch gekühlt. Okay, was können wir dagegen tun? Naja, wir können die Anzahl nicht verringern. Dann würde unsere Kühlleistung wahrscheinlich auch nichts bringen. Aber was vielleicht helfen könnte, wäre, wenn wir das Ganze parallel aufziehen, statt in Reihe. Aber wir haben jetzt wirklich in Reihe geschaltet. Das würde jetzt auf den Kühleffekt an sich keinen Unterschied machen, ob wir jetzt in Reihe schalten oder parallel. Reihe ist halt einfach nur einfacher zu bauen.
Parallel würde halt bedeuten, dass wir wahrscheinlich vom Volumen her, was dann über dieses eine Rohr parallel aufgesplittet wird, das Gas wahrscheinlich deutlich weiter runtergekühlt wird pro Segment, also pro Kühler, weil da halt nicht mehr so viel Volumen drin ist. Und im besten Falle bekommen wir auch einen ordentlichen Durchfluss wieder hin dadurch. Eigentlich sehe ich gerade als Nachteil nur, dass ich das hier ein bisschen größer aufbauen muss. Eine ganze Ecke größer ausbauen muss. Okay, aber ich würde sagen, das probiere ich jetzt einfach. Das würde ja schon wo Sinn machen. Das, ja, wir probieren das. Also wenn das nicht hilft, dann müssen wir irgendwie auf eine andere Kühllösung gehen. Weil das ist richtiger Murks hier. Da fliegt uns ja immer noch die Leitung um die Ohren und ja, kühltechnisch ist das gerade ein richtiger Mist. Jetzt muss ich das jetzt hier ausleeren. Ja, was ist mein Plan? Ich werde die Dinger jetzt parallel ziehen. Das heißt, vorne eine Leitung, hinten eine Leitung, die wieder zusammengeführt wird. Dazwischen die ganzen Radiatoren. Und dann gehe ich wieder da drauf und dann testen wir das zusammen. Und bis dahin cutte ich das mal für euch zusammen, damit wir heute vielleicht noch ein bisschen mehr zusammen schaffen. Bis gleich. So, bin fertig. Und ja, ich habe das Ganze jetzt noch nicht getestet. Das mache ich jetzt mal eben mit euch zusammen. Ich schalte mal ein. Ich bin gespannt, ob wir da hinten direkt jetzt was rausbekommen. Dann gucken wir uns das gleich mal draußen zusammen an. Okay, das scheint auf jeden Fall direkt besser zu laufen. Zumindest haben wir direkt einen Durchfluss. Ja. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Wir haben jetzt gerade Tag. Wir haben 74,5 Grad. 76. Ich meine, gut, bei 70 Grad ist es schon fast egal, ob wir jetzt Tag oder Nacht haben. Hier hinten haben wir 74 Grad. Hält es auch? In 71,1. Okay. Gut. Schauen mal. Wie es denn so jetzt draußen aussieht. Vor allen Dingen wichtig wäre jetzt für mich die Geschichte, ob sich da wieder was staut, ob wir jetzt einen ordentlichen Durchfluss haben. Das wäre jetzt auf jeden Fall interessant. Mir ist übrigens eine Sache aufgefallen. Ich hatte doch wohl noch das Einwegventil da dran. Das werden wir jetzt gleich mal testweise einfach mit da dran stecken, um zu gucken, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat. So, wir haben jetzt hier im Vorlauf 400. Achso, ja, ich zeige euch das mal eben, was ich gemacht habe hier. Ich habe hier 10 Radiatoren jetzt in, ja, parallel geschaltet. Ne? Also vorne ein Einlauf in 10 Stück rein und hinten ein Ablauf. Und ja, wir haben jetzt hier im Zulauf 430 Kilopascal. Das ist jetzt nicht so viel. Ich meine, das ist immer noch eine ganze Ecke mehr, als wir im Raum haben. Ungefähr so das, ja, 5-6-fache. Und jetzt im Ablauf haben wir 91,4 Kilopascal, 72,9 Grad. Einlauf 72,8, Auslauf 72,9. Hell? Hey, interessant. Jetzt würde ich das Ganze jetzt mal einfach hier mal das Einwegventil reinpacken und gucken, ob das jetzt einen Unterschied irgendwie macht. So. Rückschlagventil. Nicht Einweg, sondern Rückschlagventil. So. Ja, der Druck steigt jetzt an. Und die Temperatur ist jetzt auf jeden Fall runtergegangen. Wahrscheinlich, weil es jetzt nicht mehr
rücktauschen kann. Die Frage ist, ob der Druck jetzt zu stark ansteigt. 1,2122. So, wir haben jetzt einen Vorlauf von 69,6, Ablauf von 68,2. Okay, also der Druck steigt trotzdem an mit dem Rückschlagventil. Aber nicht so dolle. 69. 68,2. Was macht das Rückschlagventil jetzt genau? Ventil. Ein Rückschlagventil. Das bewegt das. Heißt doch ein Weg. Bewegt das Gas nur in eine Richtung von der Eingangszeit zur Ausgang. Das lässt den Durchfluss nur zu, wenn der Eingangsdruck höher ist als der Ausgangsdruck. Okay, und dabei staut es dann wahrscheinlich ein bisschen. Gut, je nachdem wie viel. Aber es steigt jetzt auch nicht massiv an hier. Nee, das ist alles noch im grünen Bereich. 1,24 Megapascal. Also mittlerweile steigt es anscheinend auch nicht mehr großartig. 1,02 Megapascal. 68,2 zu 69,6. Halt auch noch ganz interessant wäre zu wissen, erhitzen wir denn jetzt hier die Atmosphäre drumherum irgendwie auch? 18,8. 10,4. Ja, anscheinend erhitzen wir auch so ein bisschen die Atmosphäre hier. Wahrscheinlich um einen bestimmten Bereich. 17,7. 17. Hier sind wir bei 14. Okay. Würde ich jetzt tatsächlich erstmal vernachlässigen. Scheint wirklich jetzt nicht so massiv zu sein hier. 69,4. Da ist nicht großartig gestiegen. 1,02 und 67,9. Okay, also Temperatur vom Ausgang fällt auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt dann nachts verhält, wenn wir jetzt etwas höhere Temperaturdifferenzen haben. So, hier sind wir immer noch bei 76 Grad. Ah, nach hinten hin wird es auf jeden Fall schon deutlich kühler. Hier sind wir bei 74,9. Ich meine, gut, jetzt sind wir direkt im Zustrom hier. Okay. Jetzt wird es Nacht. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Scheint zumindest mal jetzt ein bisschen mehr zu bringen. 76 Grad. Okay. Fünf im Vorlauf. Also es hält auf jeden Fall ganz ordentlich. Mittlerweile bleibt der Druck auch stabil. Okay, scheint für mich jetzt erstmal in Ordnung zu sein. Frage ist, wie viel bringt es tatsächlich dann jetzt, wenn es dann Nacht wird und die Temperatur nochmal deutlich fällt? 67,9. 66. Ja, geht ganz ordentlich runter.
Jetzt durch die Temperatur sinkt natürlich der Druck auch ein bisschen wieder. Es geht schon jetzt ganz gut runter. Doch, doch. Okay, vielleicht haben wir dann jetzt auch mal eine Möglichkeit gefunden, wie wir es dann ordentlich kühlen können. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann jetzt auswirkt. Wir messen nochmal jetzt hier oben einfach an der Schleuse. Wir waren vorhin bei 76,0. Jetzt sind wir bei 75,5. Gut, ihr Lieben. Ich erspare euch das mal und dann sehen wir uns gleich am nächsten Morgen oder so. Ich guck mal. Bis gleich. So, der Tag bricht an und wir haben ja knappe 4 Grad geschafft gehabt. Das ist für mich erstmal komplett in Ordnung. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt über so ein paar Tage dann tatsächlich jetzt auswirkt. Die große Frage ist halt auch noch, ob ich einfach auch einen Radiatorsystem noch für die andere Seite baue. Da weiß ich noch nicht so genau. Ich meine, es sind 10 Stück jetzt da gewesen. Theoretisch würden wir halt die Kühlleistung nochmal verdoppeln. Ja, keine Ahnung, muss ich mir nochmal überlegen. Liegt jetzt so ein bisschen dran, wie weit wir das Ganze hier auf Dauer demnächst wirklich runterkriegen. Ja, die Frage ist, wie machen wir weiter? Ich würde ja am liebsten eigentlich schon mit den Pflanzen irgendwie anfangen, aber das können wir nicht, solange die Temperatur halt so massiv heiß ist. Das ist schon echt ein bisschen blöd. Was könnten wir tun? Ja, die ganze Zeit überlegen, ob wir das irgendwie mal versuchen zu pushen mit der Temperatur, dass sie sich abkühlt. Und ja, wir dann hier vielleicht schon mal ein bisschen was machen können. Ja, was wir auf jeden Fall machen können, ist uns um die Wasserversorgung tatsächlich zu kümmern. Wir müssen ja irgendwie nach oben hin Wasser kriegen und dahingehend kann ich euch mal was zeigen. Ich habe nämlich die Zeit zwischendurch auf jeden Fall mal genutzt gehabt, um ja, einfach mal schon Wasser aufzufüllen. Ich hatte ja immer mal wieder Wasser gesammelt oder Eis schon gesammelt. Und das ist interessant. Ich habe nämlich hinten am Ice Crusher tatsächlich das dann reingeballert und hatte 300 Liter auf dem Wassernetz. Und das habe ich tatsächlich hier auch. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann dann tatsächlich auch die Literzahl an Wasser bei uns an der Base auslesen und da dann befüllen, wenn es mal weniger werden sollte. Das ist eigentlich eine echt coole Geschichte. Okay. Falscher Knopf. Ich wollte den drücken. Gut. Dann ist die Frage, wo gehen wir denn hoch mit unserem Wasser? Und das ist ja auch noch so eine Sache. Isolieren wir es jetzt? Ja oder nein? Ich meine, das Wasser hat schöne, schnucklige 5 Grad. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, zu isolieren oder nicht. Ich habe es halt bis nach hierhin isoliert, weil ich Angst hatte, dass das Wasser vielleicht irgendwann sonst einfrieren könnte. Und das wäre echt ein bisschen blöd. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt gar nicht mal so doof wäre, das unisoliert zu machen. Ganz interessant auf jeden Fall. Die Kühlung läuft ja jetzt. Die Sonne knallt die ganze Zeit aufs Häuschen hier und es wird nicht merklich wärmer. Das heißt, wir kommen mit der Kühlung jetzt gegen die Sonneneinstrahlung an. Na gut, hier oben haben wir es ein bisschen wärmer. Zumindest da hinten. Also hier ist ja so der heißeste Bereich, so hier diese Ecke. Aber die Fluktuation ist eigentlich auch ganz gut tatsächlich mit diesem einen Kreislauf. Es kommt wirklich alles nach hier hinten gezogen.
Ja. Ich würde sagen, wir verlegen einfach schon mal ein bisschen Rohre. Gucken uns mal ein bisschen die hydroponischen Farmen an. Da müssen wir ja auf jeden Fall auch irgendwie auf die mit Automationsanschluss. Ja, das machen wir jetzt einfach. Während das hier mal kühlt, ich meine, es ist immer noch sauwarm und mein Abgasverbrauch ist immens, aber was heißt, mein O2-Verbrauch ist immens, aber gut. Wir brauchen ein paar Rohre. Normale Rohre und ein Stecker wäre auch ganz nett. Ah, Stecker. Ansonsten hier 8000 Rohre bauen muss. Boah, so viele muss ich wahrscheinlich nicht mal bauen. Boah. Flüssigkeitsrohr. Wo kriege ich denn den Stecker nochmal her? Jetzt den hier. Stapler, den suche ich, genau. Eisen und Kupfer. Das soll jeder wohl haben. Eisen. Kupfer. Es ist so schön, dass wir die Dinger jetzt hier haben und Strom hier haben. Es ist wirklich nett. Ja, anscheinend geht die Temperatur jetzt doch ein bisschen höher. Okay. Abfalltank, Warnung. Ja, kennen wir doch schon. So, noch einen zweiten gebaut. Wofür auch immer. Na, es geht natürlich nicht. So rum hätte ich es gerne. Und dann brauchen wir noch. Hab ich Schutz hier? Wahrscheinlich nicht. Doch. Wird richtig rum. So. Ach nee, das sehe ich so nicht. Jetzt habe ich hier kein Eisen mehr drin. Ich finde dieses Hallen ganz komisch hier. So, hier hatte ich noch ein paar isolierte Flüssigkeitsrohre. Ich glaube, so viele werden wir da nicht brauchen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Dinger sind ja quasi auch nur Rohre, die sind ja auch nicht isoliert, von daher spielt es wahrscheinlich nicht mal eine große Rolle, weil wir da oben ja in einer Tour die Dinger verlegen werden. Wer weiß, vielleicht müssen wir nachher sogar noch heizen. Eisen. Eisen wollte ich haben. So, baller mal durch. Dann können wir schon mal die Isolierten bis nach oben legen und dann uns überlegen, wie wir denn die hydroponischen Farmen dann tatsächlich verlegen. Nicht, ob ich hier so hoch komme. Komme ich. War hier ein Eingang hin? Komme ich denn? Nee, komme ich nicht. Und da sollte ich aber runterkommen. Biegen wir ab. Jetzt rächen die nicht mal. Oh. Sagt unsere Temperatur hier. 72,6. Okay, wir sind aber nicht annähernd so hoch gegangen, wie viel wir runtergekühlt haben. Ja, irgendwie heute, ja, irgendwie eine Nacht oder ja, abends bis morgens dann so 3,5 Grad verloren. Wir haben jetzt ein Plus von 0,6, 0,7.
Also sollte alles gut sein. Da. Kommen wir jetzt aber hin. Ich habe da übrigens nichts mehr dran rumgestellt. So, wenn wir dann 100 oder wie viel waren es jetzt, 75 Kilopascal mir entgegenpusten, dann ist das halt so, wenn ich hier reinkomme. Finde ich nicht so wild. Aber dann geht wenigstens die Schleuse relativ zügig auf. So, dann haben wir das doch. Dann können wir uns ein bisschen mit den hydroponischen Farmen beschäftigen. Das sieht ja auch noch ganz interessant mit dieser ganzen Automatisierung, die wir dann brauchen für die automatische... Oh, wow. Oben da dran machen, das könnte schon helfen, ne? Okay. So, dann nehmen wir mal ein paar mit. Und überlegen mal, wie wir das Ganze da oben anordnen werden. So, hier würde ich den ganzen Bereich würde ich ja am liebsten frei halten. So, jetzt gucken wir uns die Dinger mal an. Wir haben einmal ein hydroponisches Beet Einzelplatz und Einzelplatz plus Daten. Jetzt müssen wir halt gucken. Ich muss ja auch noch irgendwie das Datenkabel dann hier durchbekommen. Das heißt, ich könnte das wahrscheinlich noch hier verlegen. Das ist, glaube ich, außen, ne? Na gut, wäre jetzt nicht so wild. Aber da die ja dann quasi an beiden Seiten wären, nämlich so, müsste ich ja quasi so stellen, damit ich an beide Seiten überhaupt drankomme mit dem Datenkabel. Dann wäre das nächste, was ich machen kann, so. Und so. Ich weiß nicht, wie cool das mit dem Durchlaufen ist und wie cool das dann ist, wenn wir hier halt wirklich die Automatisierung und dieses Erntesystem-Moped-Gedöns dann bauen. Ich habe nämlich gar keinen Plan, wie das ablaufen wird. So, dann würde ich jetzt gerne hier die nächsten dran setzen. Hallo? Was ist denn das für ein Quark? Das geht. Das geht nicht. Was ist das denn für ein Quark? Hydroponisches Beet. Einzelplatz ist das normale. Bla bla. Sie kann mit dem Havi automatisiert werden. Brauche ich denn für die Havi dann... Das ist Einzelplatz. Was brauche ich denn dann für die Havi überhaupt? Das mit den Daten... Es kann mit dem Havi automatisiert werden. Beachten Sie, dass diese im Gegensatz zu den hydroponischen Einzelplätzen nicht hintereinander platziert werden können, da sie als Geräte und nicht als reine Rohre gelten. Wir ermöglichen jedoch die Abfrage von Daten für logische Systeme. Havi. Was hieß sie nicht so? Hydro. Achso, mit IE. Verwenden Sie ihn über einen hydroponischen Beet oder hydroponisches Beet Einzelplatz, um das Pflanzen und Ernten Ihrer Pflanzen zu steuern. Er enthält eine Taste, mit der Sie einen Modi aktivieren können oder Sie können ihn an ein Logiksystem anschließen, das dies für Sie erledigt. Die Modi zeigen den aktuellen Wachstumsstatus der darunterliegenden Pflanze an. Der Import wird für die Anpflanzung verwendet, die geernteten Pflanzen werden an den Export gesendet. Okay. Interessant. Was kostet ein Moped denn?
Außer Zahavi. Ja, okay, kann ich hier nicht bauen. Das habe ich alles nicht hier. Mal wie seitlich. Muss ich mir das Ding denn überhaupt vorstellen? Da hängt ja noch irgendwas da drunter. Ich glaube, wir müssen das Ding aber mal irgendwie bauen. Damit ich mal grob eine Vorstellung habe, wie das Ding überhaupt aussieht und wie man das baut. Ah, wie seitlich. Danke. Hallo. Mann. Okay, es gibt anscheinend zwei Dinge. Einmal normales und einmal seitlich. Wo baue ich das Ding? Am Elektronikdrucker. Okay, wisst ihr was? Wir fliegen mal hin drüber. Dann bauen wir das einfach mal, um zu gucken, was da Phase ist. Die Ausgangssituation war irgendwie 62,3 Grad. Dann schauen wir doch mal. Hui! Ah, ich liebe das Jetpack. So, Elektronikdrucker. Sag mir bitte, dass du alles hast. Harvey. Oh, das Harvey. Ah, Gott sei Dank. Okay, es scheitert an Elektrum, wenn wir mehr davon haben wollen. Habe ich, glaube ich, nur da. Habe ich noch da. Oh, die Sachen muss ich auch noch abbauen hier. Elektrum. 24, 400. Ich glaube, 400 nehmen wir auch mal hier. So machen. So, rein damit. Aber glaube ich hauptsächlich sowieso hier am Elektrodrucker. So, schmeiß mal ein paar raus. Okay, das wird ungefähr 50 Jahre dauern. Ich muss da bestimmt für jedes Beet ein so ein Ding haben. Stimmt. Sie können dann ein Logiksystem anschließen. Bla. Blub. Eine Überlegung ist jetzt gerade halt, wenn wir die hydroponischen Beete hier mit Daten. Wenn wir die nicht hintereinander setzen könnten, könnten wir halt ein normales Beet dahinter setzen. Boah, keine Ahnung, ey. Die Frage ist ja dann, wenn wir das mit den Einzelplätzen dazwischen machen, wie könnte denn ein Harvey dann wissen, dass er das ernten soll? Ja, oder es würde gehen mit einem Batch Writer vielleicht. Na, was hat der denn hier? Hydro. Das kriegen wir doch bestimmt. Hydro. Könnt ihr nicht suchen? Da kriegen wir doch bestimmt. Aus. Groß. Effizienz. Major Seeding. Bei Seeding. Ob eine Pflanze sät, bereit für die Ernte von Samen. Gibt 1 zurück, wenn sie sät. Oder 0, wenn nicht. Wir könnten halt, um alle anzuquatschen und zu kontrollieren, ob alle soweit sind, könnten wir halt alle hydroponischen Farmen auslesen und den Min-Wert abfragen. So, und solange 1 auf 0 ist, soll Harvey nichts machen und erst wenn alle auf 1 sind,
dann soll sie ernten. Und dann wäre es auch egal, ob es ein Einzelplatz ist oder eins mit Daten. Na gut, dann sind halt 50, keine Ahnung, 50% sind dann halt, haben wir dann halt keine Daten abgezogen. Aber ich sag mal, wenn bei den anderen 50% alle Pflanzen einen Samen haben, dann ist die Chance relativ hoch, dass wir wenig Ausfall bei den anderen 50% haben. Und so könnten wir dann halt wirklich auch alles vollklatschen da. Kommt, das reicht. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wahrscheinlich versteht ihr viel besser, was ich meine, als ich. Ich will halt nicht 50% von dem Platz da verschwenden. Das finde ich halt ein bisschen viel. So, was sagt die Temperatur? Wir waren vorhin bei 71,9 als Ausgangstemperatur. Wir sind jetzt auf 69 runter. Ja, ich würde sagen, das läuft. Ist das super. Können wir eigentlich so laufen lassen. Erstmal, bis wir dann passende Temperaturen haben, dann muss ich irgendwann sagen, bis wann er nicht mehr machen darf. So. Harvey. Zeig mal, was kannst du? Wie muss ich dich denn jetzt hier aufbauen? Okay, also es muss über eine hydroponische Farm. Und es muss vor allen Dingen über einen gewissen Höhe sein. Also zu hoch darf ich es anscheinend auch nicht bauen. Und auch die Harvey hat einen Logikanschluss. Aber wo? Okay, die haben alle einen separaten Anschalter. Logikanschlüsse sind oben rum. Okay. Abfalltank, Warnung. Ja, ja. Okay, das würde so gehen. Die Frage ist, kann ich das Ding denn wenigstens dann auch? Wenn das auch nicht geht, dann hat das gar keinen Sinn. Geht nämlich nicht. Okay, das geht also nicht. Okay, was könnten wir machen? Wir könnten natürlich trotzdem die Einzelplatzdinger da hinsetzen, um mit den Pflanzen dann Sauerstoff zu erzeugen. Können sie halt nur nicht automatisch ernten lassen. Das ein bisschen schade ist. Doch, das ist ein bisschen sehr schade. Okay, wenn ich jetzt da wieder mit Daten setze, sollte ich ja da auch wieder ein Harvey setzen können. Und dazwischen wird wahrscheinlich, kann man mit Shoots mal arbeiten. Okay, dann hat das mit dem Batch-Gedöns, bringt das ja gar nichts. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, das Ding soll ja anscheinend auch pflanzen können. Wie läuft denn das? Es muss ja in dem Moment irgendwie die Samen zur Verfügung haben. Harvey. Wir müssen dringend nach unten. Das gucken wir uns sofort an. Ich muss mal eben das. Ne, kann ja auch oben machen. Mal eben den Abfalltank leeren. Ja, ich glaube, wir machen das auch so dann. Also dann werden wir wenigstens dazwischen welche einpflanzen, um die Sauerstoffproduktion dann hochzukurbeln. Ist natürlich schade, dass wir nicht den ganzen Platz nutzen können, um daraus Biomasse zu erzeugen, aber ja, dann nutzen wir es halt wenigstens für den Sauerstoff. Das war ja auch der Ursprungsgedanke von dem Ganzen hier.
Ja. Gut, wie läuft das denn jetzt mit den Samen? Das Pflanzen und Ernten ihrer Pflanzen zu steuern. Es ist eine Taste, mit der Sie Modi aktivieren können. Oder Sie können ein Logiksystem anschließen. Modi zeigen die aktuellen Wachstumsstatus der darunterliegenden Pflanzen an. Der Import wird für die Anpflanzung verwendet und die geernteten Pflanzen werden an den Export gesendet. Hey. Das Ding eigentlich, doch klar, braucht Strom, aber kriegt wahrscheinlich von oben. Aktion nicht möglich, da das Gerät nicht eingeschaltet ist. Okay, was bist du? Pflanzen, linke Maus, Pflanzen. Ich glaube, wir klatschen da mal eben ein bisschen Strom dran. Ich brauche übrigens hier ein Jetpack. Das geht hier so gar nicht. Ich werde hier auf komplett ausrasten, wenn ich keins habe. Da hier schon Strom hochgelegt, ne? Ja. Ich glaube, ich werde hier teilweise die Stromkabel grau färben. Das ist auch nichts für Monks hier, ne? Die dann auch so schweben hier. Weiß nicht, ob ich da noch mal irgendwie so Rahmen drüber ziehe für mich, damit ich irgendwie denken kann, das sieht schön aus. Ich brauche ein Jetpack. So, wir legen das jetzt mal ganz behämmert, billomäßig hier hin. Ich will nur wissen, wie das Ding so überhaupt funktioniert. Jetzt habe ich natürlich nichts an Samen hier. So, Römer, achso. Ist das jetzt einfach nur ein Knopf oder was? Einwurf. Okay. Das ist auch sehr interessant, wenn das Ding so eine Art Speicher hat und das hier wirklich der Ausgang ist, nur für das, was da rauskommt, dann müssen wir noch mehr Platz dazwischen lassen. Da müssen wir sogar zwei Platz lassen. Weil ich muss ja irgendwie eine Chute haben, die dann das Ausgangsmaterial rausholt und eine Chute, die dann hier wieder befüllt mit Samen. Das funktioniert ja nicht über die gleiche. Also ich vermute mal, dass es so ist. Auch mal einen Samen zum Testen. Es tut mir leid, Leute, aber ihr müsst jetzt mal eben schnell mitkommen.
Ich habe hier übrigens mittlerweile alles wieder dicht gemacht, damit das im Stream hoffentlich nicht so ganz auffällt, dass wir hier ein bisschen rumgebastelt haben. Mach auf! So, wir nehmen mal 10-mal fahren mit. Wenn der dann Fratze geht, ist das halt so. Wir haben genug davon. Schutz hatten wir noch da. Können wir zur Not noch ein bisschen was herstellen. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Bei der Menge, die wir da Platz lassen müssen, ey. Puh. Wenn ich das nur mit den reinen Einzelplätzen mache, also bringt mir auch nichts, weil ich die habe ja nicht ganz anders. Also ich muss ja irgendwie. So. Da steht auch Einwurf. Okay. Ach, das ist ein Display. Ja, okay. Das, mal abgesehen von der Automatisierung, was richtig widerlich wird. Nee, das machen wir alles über ein Batch. Ich fange noch nicht an, hier jede Pflanze auszuautomatisieren. Das wird komplett viel zu anstrengend. Gut, der soll natürlich erst ernten, wenn die Samen da sind. Das heißt, er zieht dann die Samen raus. Ja, das wäre ja, okay, dem geht es ein bisschen massiv schlecht gerade. also, deshalb wird sich das jetzt auch anzeigt. Er zieht ja dann irgendwann die Samen daraus oder er soll immer dann ernten, wenn dann Samen verfügbar sind. Und dann wird er sie wahrscheinlich, das weiß ich halt nicht, das ist das große Problem. Ich weiß halt nicht, die Samen vielleicht einfach wieder vorgelagert werden hier. Dann wäre das ja richtig easy. Also wenn jetzt einfach die Samen halt vorne wieder reinkommen. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass er hier wirklich... Das kann ich halt gerade nicht testen. Nee. Wir könnten das zum nächsten Mal testen im... unseren normalen Greenhouse. Oder die Temperatur ist dann bis dahin so weit gefallen, dass wir hier vielleicht wirklich mal was dann anpflanzen können. 69,2? Was? Ich weiß gerade nicht, wie tief die Nacht gerade ist. Wie kalt ist es schon? Ah, doch, es ist Mitternacht. Ja, noch nicht ganz. Zumindest von den Temperaturen geht da nicht mehr viel runter. Jetzt sich neun. Abfalltank, Warnung. Ja, ist okay. 62. 60. Okay, ich glaube, ich habe da was vergessen. Oh Mann. Ich glaube, wir brauchen in nächster Zeit keine Wasserrohre mehr. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, scheiße, vor allem bräuchte ich gar nicht so ewig viele. Soll ja hauptsächlich sollen das ja. Lufttank niedrig. Ja, es ist alles niedrig.
Okay, ihr Lieben, während ich nach Hause fliege und mich immer um hier um mich kümmere, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Spoiler dürft ihr natürlich nicht tun. Ne? Ich werde natürlich erstmal hier ein bisschen selber rumprobieren und wir werden natürlich nächstes Mal auch noch ein bisschen was rumprobieren. Und ich lasse auf jeden Fall ein paar Fahne stehen, damit wir hier beim nächsten Mal dann auch ein bisschen vielleicht schon ausprobieren können, wie denn so die Harvey funktioniert. Bevor ich da oben alles aufbaue, um dann später zu merken, okay, das ist alles Mucks, was ich gemacht habe, um das nochmal hinzubauen. Na, ja. Okay, Lieben. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüssi.